Eine gute Tasse Kaffee. Das beliebteste Getränk der Deutschen. Dieser Duft ist für mich gute Laune direkt. Und das ist für mich Leidenschaft pur. Ich liebe Kaffee. Nelson Müller sucht das Verwöhnaroma. Was Oma früher gemacht hat, war ja nicht immer alles schlecht. Okay. Ja? Wir machen das Experiment. Wie gesund ist es, wochenlang nur Kaffee zu trinken? Das Herz klopft so doll, ne? Das ist wie ein Hochpush und gleichzeitig völlig fertig. Markenbohnen im Test. Schimmel, Bruch und miese Qualität. Es ist wirklich unappetitlich. Also es darf sich auf gar keinen Fall Krönung nennen. Und die Industrie hat noch ganz andere Tricks auf Lager. Lecker. Sternekoch Nelson Müller testet, was ist wirklich drin im Kaffee. Ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus. Kaffee gehört zum Alltag der Deutschen, wie unser täglich Brot. Vor allem als Wachmacher wird er geschätzt. Rund 70 Milliarden Tassen trinken wir pro Jahr. Aber wie viel Kaffee ist gesund und welche Marke bietet den besten Geschmack? Sternekoch Nelson Müller fragt, wie gut ist unser Kaffee? Wir vergleichen das Lieblingsgetränk der Deutschen in 5 Kategorien. Geschmack, Qualität, Inhaltsstoffe Gesundheit. Los geht es mit dem Thema Preis. Nelson Müller hat seine Freunde eingeladen. Ah, ich sehe euch doch schon. Hallo. Wie geht's? Gut. Sie haben ihren Lieblingskaffee mitgebracht. Mal als Pulver, mal als praktische Kapsel. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker aus der Siebträgermaschine. Also bei mir muss es ein Spezialitätenkaffee sein. Wirklich diese kleinen Espresso, ich finde die immer so ein bisschen, oh, die sind so bitter irgendwie, ne? Oft irgendwie, das ist so stark. Ein bisschen Zucker reinmachen. Ach so, Zuckerli. Ein Zuckerli. Okay. Nicht unbedingt, das geht auch ohne Zucker. Ja? Und, bist du so eine Schwarztrinkerin? Ja, also wenn Espresso nur und dann auch schwarz. Ich bin bekennender Rühkaffeetrinker. Blond und süß sollte es sein. Wenn man über Kaffee spricht, das ist ähnlich wie beim Essen. Irgendwann bekommt man, finde ich, Appetit. Von daher ist es jetzt auch an der Zeit, dass wir mal ein bisschen was trinken, oder? Ja. Nur drüber reden macht keinen Spaß. An die Maschinen. Wir gehen in die Küche und kochen mal ein bisschen Kaffee, ne? Sehr gerne. Früher brodelte die Kaffeemaschine in jedem Haushalt. Heute sind Kapseln, Vollautomaten und Espressokannen auf dem Vormarsch. Kaffee ist vielfältiger geworden. Ich merke schon, die Kaffeeversorgung ist heute auf jeden Fall gesichert. Wir haben ermittelt, wie die Deutschen ihren Kaffee am liebsten trinken. 15,4% bevorzugen Milchkaffee. Etwas mehr Menschen mögen Espresso pur, gut 18%. Als Cappuccino ist der Espresso fast doppelt so beliebt. Neben den Spezialitäten, den guten alten Filterkaffee, mögen immer noch über 80%. Auffällig, gerade hier gibt es deutliche Preisunterschiede. Ich habe hier zwei verschiedene Kaffeesorten. Einmal einen Discounter-Kaffee, wo es die Tasse für unter 10 Cent zu haben gibt. Und einmal einen Kaffee aus einer Rösterei, wo die Tasse bis zu 40 Cent kostet. Was denkt ihr, schmeckt man das auch? Nein. Aber nein. Es gibt einen Minimumpreis. Genau. Ein Minimumpreis. Unter einem bestimmten Preis kannst du bestimmt keinen guten Kaffee finden. Also ich denke, das sollte man schmecken. Sollte. Ja. Was zu beweisen wäre. Rechtfertigt der Geschmack die teils deutlichen Preisunterschiede? Das will Nelson auf dem Karlsmarkt in Düsseldorf herausfinden. Hier hat die Kaffeesommeliere Ursula Wiedenlübbert ihre Rösterei. Schön, dich zu sehen. Ja, freue mich auch. Ich frage mich ja schon lange, kann man diese Preisunterschiede im Kaffee auch schmecken? Ja, aber mein Vorschlag ist, wir kochen jetzt zusammen Kaffee und du schmeckst es und versuchst es selber rauszuschmecken. Trinkt man Kaffee zusammen?
Wir testen 5 Filterkaffees. Eine teure Eigenröstung von Ursula Wieden-Lübbert. 2 Markenprodukte und 2 Billigkaffees vom Discounter. Aber hier, das mit den ganzen Filtern hier, das sieht ja schon so ein bisschen Oma-mäßig aus, ne? Ja, aber was Oma früher gemacht hat, war ja nicht immer alles schlecht. Okay. Für unseren Test wässert Nelson den Filter, um ihn zu reinigen. Nichts soll den Geschmack verfälschen. Dann wird das Kaffeepulver abgewogen, für einen fairen Vergleich. Wir brauchen jetzt 12 Gramm Kaffeepulver. 12 Gramm. Also ich sag mal so, morgens nach dem Ausstehen, da kann ich noch nicht so viel rumrechnen. Da packe ich da Kaffee rein und gut ist. Ja, aber du wirst immer ein anderes Ergebnis haben. Darum nimmt es die Expertin auch mit der Wassermenge ganz genau. Was jetzt wichtig ist, wir gießen 50 Gramm Wasser. Nochmal die Waage. Wir brauchen die. Ja, mein Gott, hör mal. Ist ja schlimmer als in der Patisserie hier. Ja. Das Erste ist jetzt das Aufgießen, dass du das jetzt ganz kurz aufblumen lässt. Erst wenn das Kaffeemehl vollgesogen ist, kommt das restliche Wasser darauf. 12 Gramm Pulver ergeben genau einen Pott Kaffee. Ich würde sagen, mein Geschmackssinn ist nicht das Schlechteste. Ich nehme die Herausforderung an. Blindtest mit Sternekoch. Kann Nelson Discounter Marke und Edelröstung richtig zuordnen? Eine ganz angenehme Säure, relativ wenig Bitterstoffe. Ich glaube, dass das ein ganz guter Kaffee ist. Aber ich muss erst mal die anderen probieren. Gute Noten für den Billigkaffee von Aldi. Erkennt der Sternekoch den doppelt so teuren Dallmayr als Markenprodukt? Also, er hat mehr Charakter, muss man eigentlich sagen. Ja, wir sagen eben beim Kaffee Körper. Wie beim Wein zum Körper. Er hat deutlich mehr Körper. Dieser Kaffee ist teurer als der erste. Gut. Treffer, diese Preiseinschätzung stimmt. Und Jakobs mit 5,99 ein ähnlich teures Markenprodukt. Ich glaube, es ist ein schlechter Markenkaffee. Nach der Marke nochmal Discounter. Kann Lidl mithalten? Der ist zu flach. Ja, flach auch nicht, aber es ist okay, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Als letzte ist die teure Eigenröstung an der Reihe. Schmeckt Nelson den hohen Preis? Also der ist sehr würzig, hat viel Körper, aber ich sag bei meiner Mutter, es ist dein Kaffee. Okay, wo finde ich deine Mutter? Ich sollte ab jetzt lebenslanges Kaffeetrinkrecht bei dir bekommen, Ursula. Sehr gerne. Die teure Eigenröstung ist also ihren Preis wert. Skepsis bleibt gegenüber den viel beworbenen Markenprodukten. Die Billigkaffees schneiden dagegen erstaunlich gut ab. Die Discounter wissen, Deutsche lieben niedrige Kaffeepreise. Und immer können Lidl, Aldi oder Penny noch etwas billiger. Wie geht das? Ja, die Kaffeepreise heute bei den Discountern für 500 Gramm Kaffee, 3 Euro, die grenzen schon durchaus an Zauberei. Vor allem, weil wir in Deutschland eine Kaffeesteuer haben. Knapp 1,10 Euro pro Packung Röstkaffee. Beim Discount-Kaffee macht allein die Steuer über ein Drittel des Preises aus. Für die Zulieferer bleibt da kaum Spielraum. Kaffee ist als Genussmittel unter enormem Preisdruck geraten hier in Deutschland. Kein Wunder, dass der Druck an die schwächste Kette im Glied weitergegeben wird. Es sind die Bauern in den Anbauländern wie Vietnam oder Guatemala, die am Ende für unsere niedrigen Kaffeepreise zahlen. Die Verhältnisse auf den großen Plantagen während der Erntezeit sind überwiegend alles andere als menschenwürdig. Dort habe ich also schon große Verschläge, was anderes kann man dazu nicht sagen, gesehen, wo 50, 60 Personen auf einem großen Raum leben, schlafen und kochen. Hochlandkaffee ist pure Handarbeit. Doch die Bauern und Erntehelfer erhalten häufig nur wenige Cent für ein Pfund frische Bohnen, je nach Weltmarktpreis. Faire Löhne sind das nicht, weder bei Discounterware noch beim Markenkaffee. Die teuren Eigenröstungen sind dagegen meist fair gehandelt. Gutes Gewissen, guter Geschmack. Was mich mal interessieren würde, ist,
was so Otto normal erkennen würde. Entschuldigen Sie, hätten Sie Lust, bei einer kleinen Verkostung mitzumachen? Ja. Schmecken auch normale Verbraucher den Unterschied zwischen teuer und billig heraus? Das ist der Beste. Wie Filterkaffee schmecken sollte. Der teuerste ist dieser hier. Ich nehme mal an, dass dieser der teuerste ist. Der Blau ist der teuerste. Ich würde sagen, der teuerste ist auf jeden Fall auch der hier. Die beiden. Also die zwei fand ich jetzt spontan am besten. Ich hätte gesagt, Orange. Ich schätze, dass es die Hausröstung ist, hier der vorne. Klarer Sieger mit der Hälfte der fast 40 Stimmen, die Eigenröstung. Vor einem der Markencafés und vor den Discountern. Die teure Qualität kann jeder schmecken. Nicht nur der Sternekoch. Doch guter Geschmack ist richtig teuer. Ein Pfund der Gourmet-Röstung kostet knapp 12 Euro. Viermal so viel wie Kaffee aus dem Discounter. Die kommen eher durchwachsen an. Die beiden, die sind akzeptabel. Und der war sehr bitter, also den fand ich sehr bitter. Ja, nicht so für mich. Der ist auch gut, also zweitbeste. Gemessen am Preis ist das durchaus ordentlich. Geschmacklich schneiden die Billig-Cafés insgesamt eher mittelmäßig ab. Also es lohnt sich schon, den hochwertigeren Kaffee zu kaufen. Der kostet dann allerdings auch mal 10 Euro das Pfund. Günstiger gibt's den Kaffee natürlich beim Discounter. Und der schmeckt vielen genauso gut wie Markenkaffee von Dallmayr oder der Krönung. Also da lässt sich tatsächlich Geld sparen. Guter Kaffee kostet. Aber statt Markenkaffee kann man auch den billigen Kaffee aus dem Discounter kaufen. Abzüge gibt es für die Arbeitsbedingungen. Macht 3 Sterne. Als nächstes an unserer Kaffeetheke das Thema Qualität. Wie erkennt man beim Einkaufen richtig guten Kaffee? Nicht nur als Verbraucher hat man es schwer, die Qualität zu bestimmen. Auch Sternekoch Nelson Müller hat seine Schwierigkeiten. Was ich mich ja immer frage, wenn ich irgendwo Kaffee einkaufen gehe, was kaufe ich eigentlich? Oder ja. Was ist eigentlich der beste Kaffee? Also nur von der Optik jetzt her, ich würde eine Verpackung nehmen, die einfach schlicht aussieht. Fein komponierte Mischung, ja. Also sie lehnen sich an Musik an, ja. Der himmlische mit dem Verwöhn-Aroma. Man schaut sich die Packungen an, aber so richtig Aufschluss über die Qualität geben diese Kaffeesorten einem nicht. Auf der Packung kann ich auch kaum Infos kriegen. Okay, die Kaffeesorte steht drauf, 100% Arabica, ja. Das ist schon mal was. Ich finde, du liest sehr, sehr gut vor auf Deutsch. Danke, ich weiß. Ja? Hier haben wir noch mal 100% Arabica. 100% Arabica scheint der einzige handfeste Hinweis zu sein, den uns die Industrie an die Hand gibt. Aber was sagt das über die Qualität? Auf 99% der Kaffeeplantagen weltweit wachsen nur 2 Sorten, Arabica und Robusta. Robusta ist widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Hitze. Sie hält Temperaturen von bis zu 36 Grad aus und wächst schon ab einer Höhe von 300 Metern. Und sie hat deutlich mehr Koffein. Arabica dagegen liebt das kühlere Bergklima um die 20 Grad, das ab einer Höhe von 1000 Metern herrscht. Die Kirschen reifen langsamer, die Bohnen entwickeln feinere und komplexere Aromen. Ist der sogenannte Hochlandkaffee deswegen hochwertiger? Das finden wir in Hamburg heraus. Die Hansestadt ist so etwas wie der wichtigste Coffeeshop Europas. Über 500 Millionen Kaffeetrinker werden von hier aus mit Nachschub versorgt. Jedes Jahr werden hier knapp 1 Million Tonnen Rohkaffee umgeschlagen. Ein Großteil davon landet im größten Kaffeesilo Europas. Ob Tchibo, Aldi oder Starbucks, alle großen Marken lagern hier ihre Ware. Sie mischen Robusta und Arabica-Bohnen, je nach Geschmack und Preisklasse. Es ist so, dass Robusta der Koffeinträger ist. Im zweiten Moment sicherlich auch, dass er als Füller dort dient. Für die Produzenten ist Robusta attraktiv, weil er günstig ist. Auf großen Plantagen kann er maschinell geerntet werden.
Doch dabei werden auch überreife und noch nicht voll entwickelte Bohnen vom Baum gerupft. Und die verschlechtern den Geschmack merklich. Wie gut der Kaffee im Ursprungsland behandelt wurde, sieht man ihm an. In schlechter Ware finden sich beschädigte Bohnen, Käferfraß oder Schimmel. Auch kleine Steine oder überreife Bohnen gelten als qualitätsmindernder Fehler. Einige dieser sogenannten Defekte können einen ganzen Sack Kaffee ruinieren. Man sucht Ware aus, die, sagen wir mal, in der Tasse nach einer Röstung gefährlich sein können. Das heißt also, dass wir dann den Kaffee reinigen. Meist bedeutet das auch, dass die Kaffeehändler den Auftrag bekommen, fehlerhafte Bohnen maschinell auszusortieren. Doch das kostet. Deshalb lässt nicht jeder der großen Röster seinen hier lagernden Kaffee aufwerten. Ein Kunde sagt, ich möchte die Prüfung sehr umfangreich haben. Einige sagen, Stichproben im ersten Moment sind ausreichend. Die großen Röster verzichten meist auf teure Sortierung und nutzen preisgünstige, potenziell minderwertige Bohnen, egal ob Robusta oder Arabica. Wie qualitativ hochwertig ist unser Kaffee also wirklich? Wir lassen 6 der meistverkauften deutschen Filterkaffees von einem Profi untersuchen. Die Berlinerin Yumi Choi ist eine speziell ausgebildete Kaffeeverkosterin. Für uns soll sie die Qualität der Kaffeebohnen bewerten. Wie wird sie die Kaffees beurteilen? Kann sie an den gerösteten Bohnen überhaupt noch etwas erkennen? Die Expertin untersucht jeweils 100 Gramm ganze Bohnen, zufällig entnommen. Den Anfang macht Markus Kaffee von Aldi. Ein paar Insektenfraß. Also es ist viel Bruch dabei. Umso gleichmäßiger die Bohnen sind, umso präziser und punktgenauer kann man rösten. Wenn das natürlich ganz kleine Bohnen sind und ganz große, findet man nie den Idealpunkt beim Rösten. Aber es ist noch in einem Bereich, wo ich sagen würde, es ist trinkbar. Nächster Kandidat, ein Markenkaffee. Die feine Milde von Tchibo. Hier sind viel weniger Defekte, es sind ein paar gebrochene Bohnen dabei, aber es ist auf jeden Fall besser als der Kaffee davor. Ob der himmlische von Mövenpick dagegen ankommt? Yumi Choi entdeckt nur wenige fehlerhafte Bohnen. Jetzt von den dreien würde ich sagen, der sieht für mich am besten aus. Als nächstes nimmt sie Dallmayr Prodomo unter die Lupe. Es gibt ganz viele Bruchstücke, sehr viel mehr als bei den anderen. Wenn so Bruchstücke sind, dann kann es so sein, dass Bakterien dort ihre Arbeit verrichten und dass das wirklich den Geschmack beeinträchtigt. Das ist eine schöne goldene Packung, das sieht sehr ehrwürdig aus, ne? Also mit einem schönen Logo vorne drauf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jakobs hat die Krönung im Rennen. Doch der Inhalt dieses Markencafés ist alles andere als königlich. Ich glaube, alle Defekte, die ein Kaffee haben kann, sind hier in dieser Tüte. Besonders schlecht sind hier diese fleckigen. Ne? Das ist ein Zeichen dafür, dass es verschimmelt ist und es macht so einen schimmeligen Geschmack. Es ist wirklich unappetitlich und also es darf sich auf gar keinen Fall Krönung nennen. Zum Glück sind die Bohnen geröstet, so sind sie zumindest nicht mehr gesundheitsgefährdend. Zum Schluss ist Bellarom von Lidl an der Reihe. Er fällt durch seine besonders dunkle Farbe auf. Durch die dunkle Röstung kann man den Geschmack verstecken und auch die Defekte und das Aussehen, also diese Anomalien in dem Kaffee, kann man dann dadurch gut verstecken. Das Ergebnis ist ernüchternd. Die beiden Discounter-Kaffees von Lidl und Aldi enthalten viele kaputte Bohnen. Jakobs Krönung fällt komplett durch. Sie enthält extrem miserable Bohnen. Lediglich Tchibos feine Milde und Mövenpick können punkten. Allerdings mit einer durchschnittlichen Qualität. In den Kaffeeländern ist das ein bisschen Running Gag. Also wenn dann sowas ist, das geht nach Deutschland. Also machen sich die Leute lustig drüber, dass Deutschland den Ausschuss kauft und noch Kaffee nennt und auch anscheinend benutzt. Die Qualität unseres Kaffees ist nicht besonders gut. Egal, was auf den Verpackungen versprochen wird. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir Deutschen immer billigere Bohnen kaufen wollen. Und was dann erst im gemahlenen Kaffee drin ist, das möchte ich gar nicht erst wissen.
Röstern und Kunden scheint der niedrige Preis wichtiger zu sein als hohe Qualität. Mehr als 2 Sterne kann es hierfür nicht geben. Wie gesund ist Kaffee? Im nächsten Kapitel stellen wir die Mythen rund um unser liebstes Genussmittel auf den Prüfstand. Dazu lassen wir 2 echte Kaffee-Junkies an ihr Limit gehen. Wie viel Kaffee verträgt ein Mensch? Kandidatin 1 ist die Zollbeamtin Froni. Kaffee ist für mich das Wichtigste überhaupt. Ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Deshalb verträgt sie auch viel. Eine Kanne am Tag ist keine Seltenheit. Ich liebe Kaffee. Testkandidatin 2 ist Marleen. Die 31-jährige Personal Trainerin treibt täglich Sport und trinkt dennoch locker 5 Tassen Kaffee pro Tag. Ich brauche Kaffee morgens, ich brauche Kaffee vor dem Training und ich möchte nicht darauf verzichten. 2 Wochen lang sollen die beiden Vieltrinkerinnen so viel Kaffee trinken wie möglich. Die volle Dröhnung unter medizinischer Aufsicht. Doch zuerst muss der letzte Tropfen Kaffee aus ihrem System. Komplettentzug für 2 Wochen. Nur so können wir den Einfluss auf ihren Körper messen. Wie schwer wird ihnen der Verzicht fallen? Macht Kaffee wirklich süchtig? Der erste Tag. Es gibt Früchtetee. Ich bin kein Teetrinker, aber ich bin motiviert. Am 2. Tag treten bei beiden erste Entzugserscheinungen auf. Mir geht's gerade richtig schlecht ohne Kaffee. Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen. Fängt an, echt schwer zu werden. Und es wird auch am 3. Tag nicht besser. Ich merke, wie ich einen richtigen Hieber auf Kaffee kriege. Du hast keine Energie, du fühlst dich einfach wirklich schlapp und möchtest schlafen. Doch nach 4 Tagen ändert sich die Stimmung. Und zwar bei beiden. Es wird auf jeden Fall leichter. Ich bin aufgestanden und hatte weder ein Anzeichen von Kopfschmerzen noch einen leichten Druck im Kopf. Und auch körperlich fühlen sich beide nach 2 Wochen Abstinenz wieder wohl. An der Charité in Berlin beginnt nun unter der Leitung von Ernährungsmediziner Professor Andreas Pfeiffer Phase 2 des Experiments. Aus medizinischer Sicht gelten sie jetzt als komplett clean. Naja, bei mir war es also wirklich zu Anfang sehr schwer. Ich hatte ganz schön Kopfschmerzen. Das ist eine typische Nebenwirkung, aber es ist nicht eine klassische Sucht. Man hat Entzugssymptome, die sind typischerweise so 1 bis 3 Tage und dann ist es vorbei. Aber es ist nicht ein Entzug, sagen wir, wie von Alkohol oder Opiaten, der mit schweren Symptomen einhergeht. Süchtig macht er also nicht. Aber wie viel Kaffee ist gesund? Für die kommenden 2 Wochen sollen die beiden möglichst nur noch Kaffee trinken. Ich ertrage das hier nur, weil ich weiß, dass ich meinen Kaffee gleich kriege. Die Ausgangswerte sind wichtig, um später die Wirkung des Kaffees auf ihre Körper genau ermitteln zu können. So, jetzt gibt's den ersten Kaffee. Wie Weihnachten. Nach 2 Wochen Entzug ist die Vorfreude riesig. Prost mal. Erstmal riechen, erstmal ganz langsam. Das Experiment kann beginnen. Kann noch ein? Naja, klar. Und wir erwarten, dass heute die Wirkung von dem Koffein am stärksten ist, weil ihr eben nicht mehr dran gewöhnt seid. Also ich bin gespannt, wie ihr euch heute Abend fühlt. Heute Abend machen wir eine Kaffeeparty. Froni und Marleen geben sich die volle Dröhnung. Bereits nach 1 Stunde haben sie 5 Tassen Kaffee intus. Bin schon gut drauf, ne? Was so ein Kaffee alles bewirkt. Ich bin mich ganz schön aufgedreht, ne? Irgendwie, als hätte so ein bisschen Alkohol getrunken oder sowas. Nur nicht, dass es im Kopf dreht, sondern einfach wirklich so, als könnte man was reißen, ne? Die erleben den psychisch stimulierenden Effekt von Koffein. Das ist ja der Grund, warum Kaffee überhaupt so beliebt ist. Dass es doch die Denkleistung verbessert, die geistige Performance steigert und einen wacher macht. So habe ich aber Kaffee auch selten erlebt. Halt mal meinen Kaffee, ich muss mal ganz dringend auf Klo. Die Toilettenbesuche werden häufiger. Aber trocknet Kaffee uns aus? Eine viel diskutierte Frage mit einer eindeutigen Antwort. Kaffee regt die Nierenfunktion an, dadurch muss man schneller rennen. Aber es führt nicht dazu, dass man mehr Flüssigkeit ausscheidet, als man eigentlich sollte. Man trocknet also nicht aus.
Auch bei ausschließlichem Kaffeekonsum nimmt der Körper Flüssigkeit auf. Professor Pfeiffer lässt die beiden kräftig weitertrinken. Aber nach 2 Stunden und stolzen 8 Tassen kippt die Stimmung. Sie haben sich in ein sogenanntes Koffeinloch getrunken. Ich habe das Gefühl, das ist von total euphorisch in eine Melancholie gefallen. Die typische Folge einer Überdosis Koffein. Marlens Hände zittern, ein Zeichen, dass sie zu viel überschüssige Energie im Körper hat. Es ist wie ein Hochpush und gleichzeitig völlig fertig. Das Herz klopft so doll, ne? Das ist, ich habe das Gefühl, mir springt es aus dem Brustkorb so raus. So eine Aufregung, so eine innerliche. Typische Wirkung von Kaffee. Also Herz kontrahiert sich stärker. Zu viel Kaffee steigert Ängstlichkeit, Nervosität. Mhm. Und bei Leuten, die dann empfindlich sind, die können dann natürlich ausflippen. Deshalb checkt Professor Pfeiffer die beiden noch mal gründlich durch. Noch geht es ihnen körperlich gut. Der Experte hält sie für fit genug, das Experiment fortzusetzen. Gut, also diese Menge, 8 Tassen, trinkt ihr jetzt in den nächsten 2 Wochen weiter. Medizinisch ist es für Kaffeetrinker in Ordnung. Ich würde raten, mehr das über den Tag zu verteilen. Und ich bin gespannt, wie es euch damit geht. Ich vertraue jetzt dem Arzt und ziehe das jetzt durch, aber ganz wohl ist mir bei der Sache nicht. Die beiden fragen sich nach ihrem Absturz, kann das gesund sein? Beide gewöhnen sich überraschend schnell an die Dosis. Schon bald ertragen sie die volle Dröhnung ohne körperliche Beschwerden. 8 Tassen, kein Problem. Ein Glas Wasser am Tag dazu reicht ihnen vollkommen. Ich habe Kaffee und mir geht's gut. Es ist immer ein Genuss. Als Espresso, als Cappuccino, als Kaffee pur. Und Kaffee macht mich glücklich. So einfach ist es. Aber wie wirken sich 2 Wochen Extremkonsum auf den menschlichen Körper aus? Hat die Überdosis Kaffee bei den beiden Frauen Spuren hinterlassen? Also bei euch beiden sind die Nierenwerte praktisch gleich geblieben. Dann die Leberwerte sind unverändert geblieben. Also ich sehe hier keine negativen Veränderungen. Das heißt, ihr habt den Kaffee sehr gut vertragen und könnt ruhig weiter den Kaffee trinken. Der wird euch in den Laborwerten auf jeden Fall nichts Negatives anhaben. Das überrascht mich total und ich bin total glücklich, wirklich. Finde ich krass, also freue ich mich. Könnt ihr direkt mal einen Kaffee trinken. So schädlich wie sein Ruf scheint Kaffee also nicht zu sein. Ganz im Gegenteil, in einigen Bereichen fördert er die Gesundheit sogar. Es hat einen starken Schützeneffekt, insbesondere vor Diabetes. Aber es reduziert wohl auch Erkrankungen wie Demenz, wie Alzheimer. Und Menschen, die viel Kaffee trinken, und da ist die Grenze nach oben bemerkenswert offen. Also viele Tassen Kaffee am Tag scheinen tatsächlich mehr geschützt zu sein. Die Ursache, die Kaffeebohne enthält sogenannte Antioxidantien. Je mehr wir davon aufnehmen, desto mehr schützen wir unsere Körperzellen. Das Ergebnis unseres Experiments ist also eine richtig gute Nachricht für alle Kaffeeliebhaber. Selbst eine Kanne am Tag schadet unserem Körper nicht. Im Gegenteil, Kaffee ist gesünder, als wir denken und macht sogar glücklich. Ist also ein echter Zaubertrank. Was will man mehr? Wer hätte das gedacht? Für seinen unerwartet positiven Effekt auf die Gesundheit geben wir dem Kaffee die volle Punktzahl. 5 Sterne. Was ist drin im Kaffee? Unser nächstes Kapitel schaut in die Bohnen. Kaffee wird auf der ganzen Welt geliebt, vor allem wegen des Koffeins und seiner belebenden Wirkung. Doch was steckt noch alles in der Bohne? Ja, so ein Kaffee irgendwie schmeckt nicht nur lecker, sondern wir haben festgestellt, der macht auch wach. Er macht auch fit, ne? Das berühmte Koffein. Was ist da noch drin? Was nehmen wir da zu uns? Ich dachte immer, das sind geröstete Kerne und das ist ein bisschen Aroma und sonst nichts. Also ich habe jetzt gehört, dass es angeblich Anti-Aging-Effekte unterstützen. Ja, kann ja nie schaden. Was ist denn mit Vitaminen beispielsweise? Glaubt ihr, das sind Vitamine? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Tatsächlich enthält Kaffee insgesamt über 1000 Inhaltsstoffe. Darunter vor allem Wasser, Fette und Öle, Kohlenhydrate und Koffein, Säuren und Aromastoffe, aber auch Vitamine und Mineralstoffe.
Noch sind längst nicht alle Inhaltsstoffe chemisch entschlüsselt. Doch gerösteter Kaffee enthält nicht nur positive Bestandteile. Starke Röstaromen sollen ja auch nicht unbedingt so gut sein für den Körper, ne? Ich glaube, dass dieser Röstungsgrad dafür auch entscheidend ist, ob es einem auf den Magen schlägt oder nicht, die Bitterstoffe wahrscheinlich. Ne? Ist das dann sowas wie verbrannter Toast, dass man dann quasi, ja genau, dass man dann sich den Magen verdirbt oder Krebs bekommt? Tatsächlich entsteht bei hohen Temperaturen Acrylamid, ein potenziell krebserregender und nervenschädigender Stoff. Wir lassen 8 Kaffeesorten testen. 3 von ihnen werben mit einer schonenden Röstung. Enthalten diese Sorten dadurch weniger Acrylamid? Die gesundheitsschädliche Substanz entsteht nämlich bei zu heißem Braten und Backen oder beim zu kräftigen Rösten von Kaffeebohnen. Die Kaffees, die wir untersucht haben, waren erfreulich gut. Da ist keiner, der besonders auffällig ist. Vielleicht der schonend geröstete, der mit einem besonders tiefen Wert auffällt. Alle Testkaffees enthalten Acrylamid. Aber sie liegen deutlich unterhalb des europäischen Richtwertes von 450 Mikrogramm pro Kilo. Der ist allerdings von 2013. Davor galt der deutlich strengere deutsche Signalwert von 280. Diesen Wert haben einige Kaffees gerissen. Die Markencafés von Dallmayr, Jacobs und Tchibo und auch die beiden Discounter-Cafés überschreiten den ehemals gültigen deutschen Wert. Nur die schonend gerösteten Kaffees liegen darunter. Für Dr. Nehring ist klar, warum der strenge Wert von der EU aufgeweicht wurde. Südeuropa, beispielsweise in Italien, aber auch in Spanien und in Griechenland, röstet man Kaffee traditionell sehr viel stärker. Und deshalb sind auch die Acrylamidgehalte höher. Doch es geht auch anders. Die Hamburger Rösterei Speicherstadt veredelt etwa 200 Tonnen Kaffee im Jahr mit traditionellen Röstverfahren und weniger Acrylamid. Acrylamid entsteht generell bei jedem Lebensmittel, welches frittiert, gegart, gebraten, gebacken oder in sonst irgendeiner Weise erhitzt wird, um Aromen zu erhalten. Die traditionelle Trommelröstung schont die Bohnen. Doch das braucht Zeit. Bis zu 20 Minuten bei Temperaturen um die 200 Grad. Um etwas Acrylamid kommt dabei auch der erfahrenste Röstmeister nicht ganz herum. Nachweislich entsteht im Manufakturverfahren, das heißt in der Trommelröstung, auch Acrylamid, aber weitaus weniger als mit vergleichbaren industriell gerösteten Kaffees. Denn in der Industrie hat man deutlich weniger Zeit. Kaffees der großen Marken werden häufig in Durchlauföfen schockgeröstet. In teilweise unter 2 Minuten bei Temperaturen von bis zu 450 Grad. Das ist kostensparender, geht aber zu Lasten der Inhaltsstoffe. Man kann das vergleichen mit einem Kuchen, den wir bei 150 Grad eine Dreiviertelstunde im Ofen lassen. Der schmeckt dann, wenn wir ihn noch ein bisschen abkühlen lassen, wunderbar. Die Industrie macht das bei 400 Grad in 5 Minuten und von außen ist dieser Kuchen dann völlig verbrannt und im Kern haben wir noch eine völlig rohe Masse. Durch die kurze, aber heftige Hitzeeinwirkung rösten die einzelnen Bohnen nicht gleichmäßig durch. Ein wenig überspitzt ausgedrückt ist er von außen im Grunde verbrannt und im Kern der Bohne eigentlich noch grün. Grün bedeutet noch im Rohzustand und verbrannt heißt vor allem eines, viel Acrylamid. Um unnötiges Acrylamid zu vermeiden, sollte man beim Kaffeekauf immer darauf achten, dass die Bohnen schonend trommelgeröstet wurden. Oder gleich Instant-Ware kaufen, wie das beliebte Cappuccino-Pulver. Hier wollen wir wissen, ist in dem Kaffeeverschnitt überhaupt Kaffee enthalten? Die Antwort kennt der Lebensmitteltechniker Sebastian Lege. Er weiß, wie man aus einem großen Zauberkasten an Zusatzstoffen einen Instant-Kaffee brauen kann. Heute machen wir Instant-Cappuccino. Für unseren Instant-Cappuccino brauchen wir natürlich löslichen Kaffee. Der wird nicht aus ganzem Bohnen, auch nicht aus vermahlenem Bohnen, sondern aus allen Überresten gemacht, die die Kaffeeindustrie nicht mehr benötigt. Aber egal. Hauptsache Koffein. Für Instant-Kaffee werden vor allem kaputte Bohnen verwendet. Die sind zwar nicht hübsch, aber dem daraus gewonnenen schwarzen Süppchen sieht man seine Vergangenheit nicht mehr an. Doch wie wird aus der Kaffee-Reste-Rampe Instant-Pulver? Oh no.
Jetzt machen wir gleich eine kleine Zauberei und sprühen den Kaffee einfach in den Backofen. Dort verwirbelt der fein zerstäubte Kaffee mit heißer Luft. Das Wasser verdampft und es entstehen winzige Kügelchen konzentriertes Kaffeegranulat. Eine Tasse Kaffee in Trockenform. Fertig ist unser Instant-Kaffee. Zwar nach einer Haushaltsmethode, wo die Industrie riesige Maschinen für nimmt, aber wir haben Erfolg. Wir konnten den Kaffee von unserer Folie lösen und werden da später unseren Cappuccino draus zaubern. Aber was genau kommt sonst noch rein? Ein ganz großer Bestandteil ist Zucker in dem Cappuccino. Weil was macht glücklicher als süß? Fehlt noch Magermilchpulver als Milchersatz, sowie Palmfettpulver, damit es am Ende nach Vollmilch schmeckt. Und ohne Sojalecithin bildet sich kein Schaum auf dem Instant Cappuccino. Jetzt haben wir alle Zutaten hier, vermahlen die, kippen sie in eine Tasse, gießen es mit Wasser auf und schon haben wir unseren Cappuccino. Und der sieht auch entfernt aus wie ein richtiger Cappuccino. Doch ob er auch so schmeckt? Das Probieren wird bestimmt eine Dschungelprüfung werden. Aber wer sowas zusammenrührt, muss es auch trinken. Zuckersüß, cremig, schmeckt nach Kaffee. Aber mit dem echten Cappuccino aus dem guten Kaffee um die Ecke hat das hier nichts zu tun. Lecker. Dann doch lieber echten Cappuccino. Mit guten Zutaten ein richtig gutes Getränk. Unser Kaffee hat viele gute Inhaltsstoffe. Doch leider entstehen beim Rösten oft ungesunde Acrylamide. Da empfehle ich eher die schonend gerösteten Kaffees von kleinen Kaffeeröstereien. Kaffee hat ein breites Spektrum wertvoller Inhaltsstoffe. Und die weniger guten sind erfreulicherweise nur in geringen Maßen nachzuweisen. Dafür vergeben wir 4 Sterne. Im nächsten Kapitel geht es um das Wichtigste beim Kaffee, den Geschmack. Das Geheimnis eines perfekten Kaffees. Immer öfter auf Knopfdruck zu haben. In der großen Beliebtheit erfreuen sich ja momentan die sogenannten Kapseln. Davon habe ich hier so ein paar Exemplare. Die werden groß beworben, scheinen auch enormen Anklang zu finden. Warum sind die so erfolgreich momentan, diese Kapseln? Was ich cool finde, ist, dass du das so zelebrieren kannst, auch in dem Zusammenhang. Du machst die Packung auf und es ist irgendwie so was Besonderes. Ich liebe diese Crema, wenn die rauskommt, in den verschiedenen Farben und dass es so dick auf der Zunge ist. Also für mich ist das ein Erlebnis. Vom Geschmack, von der Sensorik, wie du so schön sagst, macht mir das mehr Spaß. Besser als ein Filterkaffee, würde ich sagen. Praktisch portioniert und lecker. Für Nelsons Freunde sind Kaffeekapseln der Hit. Aber schmeckt Kaffee aus Kapseln wirklich besser? Marktführer Nespresso lässt uns mit der Kamera nicht in seine Werke. Deshalb besuchen wir in Genf einen Insider, der für den Erfolg der Marke verantwortlich ist. Jean-Paul Gaillard ist Ende der 1980er Jahre Vorstandschef von Nespresso. Er verhalf der schnellen Kapsel zum Erfolg. Dann stieg er aus und gründete eine eigene Kapselkaffeefirma. Er weiß, warum sich Kapseln so gut verkaufen. Guten Espresso zu machen ist nicht einfach. Mit einer Kapsel kann man nichts falsch machen. Deshalb boomt der Markt, seit ich für Nespresso die Kapseln eingeführt habe. Den Erfindern ging es also vor allem um praktisches Handling. Idiotensicherer Espresso. Dann werteten sie ihr Produkt mit einer anderen Eigenschaft auf. Luxus. Früher war Kaffee etwas, das man trank, wenn man müde war. Wir fingen an, Kaffee wie erstklassigen Wein zu vermarkten und schufen als weltweit Erste eine Marketingstrategie für unseren Kaffee.
Werbegesichter wie George Clooney sollen Kunden in die Nespresso-Clubs locken. Die sehen aus wie Designer-Boutiquen und vermarkten einfachen Kaffee als exklusive Kapseln. And they have 250 around the world. Heute gibt es weltweit etwa 350 Boutiquen in New York, Tokio und so weiter. Auf einem extravaganten Produkt machen sich diese Namen ausgezeichnet. Fine for fancy product. Für die Umwelt gelten Kapseln als höchst problematisch. Zuletzt verbrauchten die Deutschen rund 2 Milliarden Kaffeekapseln im Jahr, macht 4.000 Tonnen Abfall. Marktführer Nespresso verweist auf die allgemein hohe Recyclingquote von Aluminium, 75%. Neue Kapseln brauchen aber bislang frisches Aluminium. Recycling ist Bullshit in general. Recycling ist Schwachsinn. Es funktioniert bei Aluminium, das nicht verunreinigt wird. Aber wenn man kleine Behälter voller Farbe und Kaffeepulver hat, dann bleibt in meinen Augen ein großes Fragezeichen. Ein großes Fragezeichen ist auch der Preis. Etwa 60 Euro kostet ein Kilo Nespresso-Kaffee. Ein Espresso aus dem Supermarkt kostet dagegen nur ein Fünftel. Mittlerweile hat Nespresso günstige Konkurrenten. Doch schmecken die Nachahmer auch so gut wie das teure Original? Das wollen wir in Düsseldorf herausfinden. Hier steht Espresso-Experte Thomas Feier mit seinem Espresso-Mobil. Wir testen 4 unterschiedlich teure Kapselkaffees gleicher Stärke und als Referenz eigengeröstete Bohnen von Thomas Feier. Kapselkaffees versprechen vor allem eins: so zu schmecken wie ein frisch gebrühter Espresso vom Barista des Vertrauens. Können Sie dieses Versprechen auch halten? Wer gewinnt den Geschmackstest? Ich glaube, der hier schmeckt mir jetzt am besten. Dann würde ich den Orangen nehmen. Also mein Favorit ist der Kaffee. Gewisse Milde, aber doch kräftig. Das ist mein Kandidat hier. Der schmeckt mir am besten hier. Finde ich auch, der hier. Also ich würde auf jeden Fall mich für den Kaffee entscheiden. Der hier. Der hat mir eigentlich am besten gefallen. Also mir hat der hier am besten geschmeckt. Der war am kräftigsten. Mit 60% der Stimmen klarer Gewinner. Die Kapseln von Senseo. Sie passen in jede Nespresso-Maschine und kosten weniger als das Original. Nespresso verspricht perfekten Geschmack. Den hohen Preis können die Kapseln in unserer Stichprobe aber nicht rechtfertigen. Auch wenn das große Geschmacksversprechen nicht erfüllt wird, so eine Kapselmaschine ist schon ein praktisches Ding. Aber sind wir mal ehrlich, die Kapseln sind viel zu teuer. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass es mittlerweile die etwas günstigeren Nachahmer gibt. Und die schmecken teilweise sogar noch besser als das Original. Aber am Ende haben wir eben trotzdem noch ein großes Müllproblem. Im Geschmackstest schneiden die Kapseln gut ab. Doch für zu viel Müll und einen zu hohen Preis geben wir nur 3 Sterne. Insgesamt kein schlechtes Ergebnis für unseren Kaffee. Er kann vor allem bei der Gesundheit und den Inhaltsstoffen punkten. Schön, dass ihr gekommen seid und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In diesem Sinne, cheers. Cheers. Kaffee. Nicht ohne Grund das Lieblingsgetränk der Deutschen.